freuen uns sehr, dass Dimitar Dimitrov heute hier ist. Er ist Politikwissenschaftler und Knowledge Ambassador des Wikimedia Movements in der EU. Das heißt, er ist eigentlich in Brüssel und vertritt dort unsere Interessen im Bereich Urheber- und Verwertungsrechte. Und darüber wird er auch heute mit uns sprechen, und zwar, wie wir trotz der übermächtigen Verwerterinteressen in Brüssel weiterhin unsere Public Domain schützen können. Ja, herzlich willkommen, Dimitar. Hi. Ich muss jetzt erst meine Präsentation finden. So. Grün. Das sind wir jetzt aber im falschen Slide drin. So. Ja, hallo. Ich bin Dimi. Ich vertrete die Wikimedia in Brüssel. Und uns geht es in Brüssel vor allem darum, den Zugang und die Nachnutzbarkeit unseres kulturellen Erbes sicherzustellen. Und das auch jetzt bei der EU-Urheberrechtsreform. Und darüber werde ich heute sprechen. Mir wurde in den letzten Jahren gesagt, dass ich immer zu schnell rede. Deswegen bemühe ich mich jetzt speziell auch etwas langsamer zu sprechen. Das nur so als Zusatzinformation. Bei der Gemeinfreiheit geht es uns darum, dass das menschliche Wissen und dass die menschliche Kultur erstens uns allen gehört und dann, dass diese auch nachnutzbar ist. Da haben wir erstens ein Problem. Wir wollen diese bei der EU-Urheberrechtsreform mit einbringen. Das allererste Problem, auf dem wir stoßen, ist, wie wir diese bebildern. Also es ist unheimlich schwer, die Gemeinfreiheit zu symbolisieren. Und deswegen benutze ich hier an der Stelle immer gerne Fotos von Alpenkühen. Und zwar deswegen, weil es in den Alpen die Allmende gibt. Das sind Felder, die gehören keiner einzelnen Person, sondern die gehören der Gemeinschaft. Und alle Bauern und eigentlich auch alle Menschen dürfen diese benutzen. Das ist zwar nicht genau dasselbe, aber es kommt der Gemeinfreiheit schon sehr nah. Das zweite Problem, was wir hier haben, ist, dass in den allermeisten europäischen Staaten die Gemeinfreiheit, also die Public Domain, ausschließlich negativ definiert wird. Das heißt, wir haben das Urheberrecht, das als Recht positiv definiert wird im Recht, in der Gesetzgebung, und die Gemeinfreiheit ist alles, auf dem die Rechte abgelaufen sind. Das ist natürlich aus unserer Perspektive ganz anders. Für uns ist menschliche Kultur und menschliches Wissen frei. Unser kulturelles Erbe gehört uns allen und nur ein kleiner Teil dieser menschlichen Kultur ist urheberrechtlich geschützt und das auch nur temporär. Das ist nämlich die ganz andere Narrative, die wir fahren. Nun ist aber menschliche Kultur nicht starr. Es ist sehr schwer, eine genaue Grenze zwischen urheberrechtlich geschützten Werken und gemeinfreien Werken zu ziehen, die im Alltag auch wirklich funktioniert. Deswegen gibt es im Gesetz einen bestimmten Freiraum ums Urhebergesetz herum, einen flexiblen Raum, Schranken und Ausnahmen, die uns ermöglichen, bestimmte auch geschützte Werke für bestimmte Zwecke auch ohne spezielle Erlaubnis zu nutzen. Und da drum nochmal herum haben wir dann die freien Lizenzen aufgebaut, die zusätzlich diesen flexiblen Raum schaffen. Also das muss man sich so vorstellen, das ist der Raum zum Atmen, damit unsere Kultur sich entwickeln kann und damit das nicht alles in starren Grenzen und festen Boxen versperrt bleibt. Was ganz wichtig ist, hier dabei zu sagen, ist, wenn wir uns um eine Urheberrechtsreform bemühen, also um eine Novellierung der Regeln, sprechen wir fast immer über diese Ausnahmen und Schranken, also über diesen Atmungsraum, den wir hier brauchen. Wir stellen nicht den Grundsatz in Frage, dass es ein Urheberrecht gibt oder geben sollte. So. Dieser Atmungsraum wird zum einen von kulturellen Einrichtungen benutzt, also das sind Museen, Galerien, Archive, die brauchen diese, um ihre Mission zu erfüllen, nämlich unser kulturelles Erbe zugänglich zu machen, zu beschützen und auch der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Sie bewahren auch dieses kulturelle Erbe physisch sehr oft, was diesen Institutionen auch sehr oft auch die Möglichkeit gibt, hier eine zusätzliche Barriere einzubauen, aber dazu später etwas mehr. Gleichzeitig haben wir hier die Netzbewegung, die, wenn wir es uns ganz recht überlegen, egal ob wir jetzt gegen Zensur kämpfen, für Informationsfreiheit
oder für freies Wissen eigentlich dasselbe Ziel hat. Wir wollen so viel Wissen und Informationen wie möglich offen, also frei machen. Das heißt, wir haben eigentlich dieselben Ziele, sehr oft dieselben Ziele wie Kulturinstitutionen. So. Nun haben wir jetzt aber nicht uns gleich gedacht, okay, wir wollen jetzt unbedingt hier die Gesetze verändern. Wir haben uns eigentlich zuerst gedacht, vor etwas mehr als 10 Jahren, naja, vielleicht können wir das System einfach so hacken, vielleicht können wir einfach mit den Leuten sprechen, Kooperationen aufbauen, freie Lizenzen benutzen und dadurch das kulturelle Erbe digital nachnutzbar machen. Das hat auch sehr oft funktioniert. Das allererste berühmte Beispiel war hier aus Deutschland. Matthias Schindler hat damals mit dem Bundesarchiv gesprochen und das Bundesarchiv hat 100.000 seiner Bilder freigestellt ins Netz und auch für uns nachnutzbar gemacht. Das war halt die erste große Hürde, die da genommen worden ist. Und ja, das Problem ist, das Bundesarchiv hat ja die Möglichkeit, seine Bilder selbst zu digitalisieren. Und das ist etwas, das kleinere Institutionen, kleinere Museen und kleine Archive nicht haben. Deswegen haben wir über die letzten Jahre sehr viele Partnerschaften aufgebaut, wo wirklich Museen freiwillige Wikimedianer zu sich ins Haus holen, damit diese freiwilligen Fotografen ihre Objekte, ihre Artefakte ablichten und frei ins Internet zur Verfügung stellen. Das hier ein Beispiel aus diesem Jahr, das Keramikmuseum in den Ardennen in Belgien. Ja, war ein lustiger Tag. Vor ein paar Jahren wurden wir dann auch in den Niederlanden ins Van Gogh Museum eingeladen. Das war auch sehr beeindruckend. Und zwar das Van Gogh Museum hat damals sogar gesagt, also Leute, hier tagsüber ist hier so viel los, das sind sehr viele Leute, da kann man sehr schwer unsere Bilder fotografieren. Kommt einfach mal eine halbe Stunde früher und wir machen für euch extra das Haus auf, dann seid ihr alleine und könnt in Ruhe unsere Bilder ablichten. Also da wollte das Museum von sich aus, dass wir denen dabei helfen. Das Nationalarchiv in den Niederlanden, das hatte am Anfang sehr viele Bauchschmerzen mit solchen Konzepten. Es hat zuerst, nachdem wir dann von dem Bundesarchiv in Berlin gesprochen haben, gesagt, okay, wir versuchen es jetzt mit 1000 Bildern. Dann haben sie gemerkt, okay, das tut jetzt nicht wirklich weh. Und ja, jetzt mittlerweile stellen sie prinzipiell alles frei zur Verfügung, außer sie dürfen es nicht. Also sie haben ihren Sinneswandel komplett vollzogen. Und immer mehr kulturelle Einrichtungen und Gedächtnisinstitutionen merken, ja, eigentlich unser Hauptziel ist es hier nicht, Geld zu verdienen. Unser Hauptziel ist es hier, kulturelles Erbe verfügbar zu machen. Trotz aller Bemühungen, trotz aller Kooperation und trotz aller Liebe sind wir auf einige echte Probleme gestoßen. Ein sehr gutes Beispiel ist da das Thyssen-Museum in Madrid. Das Thyssen-Museum in Madrid hat eine beeindruckende Sammlung von Malereien. Und zwei Sachen fallen sofort auf. Erstens, sie stellen ihre Bilder ins Netz und auch zum Herunterladen zur Verfügung. Das Zweite, das sofort auffällt, zum Beispiel dieses Bild aus dem 17. Jahrhundert, ist laut dem Thyssen-Museum noch urheberrechtlich geschützt. Man darf theoretisch so für Bildungszwecke eine Version davon runterladen in 72 ppp. Ich habe keine Ahnung, was 72 ppp ist. Aber ja, also da gibt es halt so eine Click-Through-Lizenz, da muss man halt zustimmen, dass das Thyssen-Museum die Urheberrechte dran behält. Das Lustige ist, man kann das Bild auch runterladen, wenn man dieser Lizenz nicht zustimmt. Also der Download-Button funktioniert, da kommt man halt auf so einer Seite und wenn man dann so ein bisschen links und ein bisschen Spanisch kennt und das Wort beim Link Descarga heißt herunterladen auf Spanisch mit Grande ersetzt, kriegt man auch die große Definition von dem Bild. Das haben natürlich freiwillige Wikimedianer gemacht und das Bild sofort auf Commons und also freigestellt. Mit dem Hinweis, dass dieses Bild mehr ist, also dass dieses Bild gemeinfrei ist und es deswegen jeder nachnutzen kann, wie er oder sie möchte. Allerdings, also das ist auch die Position der Wikimedia, das steht unten dran, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt lesen kann, dass 1:1 Nachbildungen von gemeinfreien Werken auch frei sind. Allerdings ist da noch ein Link dabei, der irgendwie sagt, dass in Spanien, und das ist tatsächlich wahr, dass in Spanien das Urheberrecht nochmal 25 Jahre extra Urheberrecht vorschreibt, in Situationen, wo jemand ein Bild digitalisiert hat, also für einfache Abbildungen. Und das ist halt
Ich saß schon mal in Treffen mit der Kommission, wo mir die Kommissionsleute selber diese Wikimedia-Seite zitiert haben. Und deswegen, also es gibt wirklich Probleme mit diesen Bildern, also mit diesen Digitalisierungen von gemeinfreien Bildern. Nun ja, das Spanische Museum, die Anwälte haben uns zwar angedroht, uns zu verklagen, haben dann aber wahrscheinlich mit ihrer PR-Abteilung gesprochen und haben davon abgesehen. Anders in Deutschland, das in Deutschland die Reichs-Engelhorn-Museen, ähnlicher Fall, da gab es ein Bild von diesem Porträt von Cäsar Willig gemalt, ich glaube 19. Jahrhundert, 1850, irgendwie sowas, also gemeinfrei. Allerdings, dann hat ein Wikipedianer das genommen, das auf unsere Seiten gestellt. Und die Reichs-Engelhorn-Museen sagen jetzt, dass das Bild wegen der Bildrechte des Fotografen noch geschützt ist. Und sowohl der User, der das hochgeladen hat, als auch die Wikimedia Foundation, als auch Wikimedia Deutschland haben halt wurden vor Gericht gerufen. Der Fall ist noch offen. Und also wir beharren trotzdem darauf, dass 1:1 Abbildungen von gemeinfreien Werken auch gemeinfrei sind. Nun ja, kommen wir zu dem, was wir hier eigentlich jetzt machen müssen. Ich hoffe, es ist klar geworden, dass wir auch bei allen Versuchen hier Lizenzen zu verwenden und bei allen Versuchen hier mit den Leuten zu sprechen und zu kooperieren, irgendwann an Grenzen stoßen, die einfach der gesetzliche Rahmen vorgibt und an dem wir nicht vorbeikommen. Also das sind Unsicherheiten, das sind echte Grenzen oder konkrete Grenzen. Wir brauchen, um bestimmte Sachen bei der Digitalisierung unseres kulturellen Erbes machen zu können, eine echte Reform. Die gute Nachricht ist, es kommt eine Reform in Brüssel, die wurde jetzt angestoßen. Die schlechte Nachricht ist, dass diese Reform, die halt angestoßen worden ist, mit der Realität nicht wirklich kompatibel ist. Zum einen dieses Prinzip, dass Nachbildungen von gemeinfreien Werken, die 1:1 so abgebildet worden sind, keinen neuen Schutz erhalten sollen, ist darin nicht enthalten. Das halten wir aber für sehr wichtig, um eben diese Gemeinfreiheit im Gesetz zu schützen. Und deswegen werden wir daran arbeiten, das reinzuschreiben. Eine zweite Sache, die im Vorschlag enthalten ist, das sind vergriffene Werke, das sind halt Werke, die zwar noch urheberrechtlich geschützt sind, die aber nicht mehr verfügbar sind, weil keiner mehr kommerzielles Interesse daran hat, diese Werke anzubieten. Da ist der Vorschlag der Kommission auch wirklich sehr, sehr schwach. Eine dritte Sache, die wir machen könnten innerhalb dieser Urheberrechtsreform, ist ein Fair Use Right endlich in Europa einzuführen. Das wird zwar nicht sehr leicht machbar sein, aber es ist relativ wichtig. Also in Deutschland läuft die Kampagne unter dem Right to Remix. Das Hauptargument der Kommission, wieso das in Europa nicht möglich wäre, ist, dass wir halt am Kontinent kein Common Law System haben wie in den USA. Allerdings hat Kanada vor einigen Jahren das Fair Use eingeführt und der Himmel ist ihnen nicht auf den Kopf gefallen und Industrie gibt es auch weiterhin. Die Panoramafreiheit ist, obwohl es in Belgien jetzt endlich Fortschritte gibt und selbst Frankreich eine klitzekleine Verbesserung vorgenommen hat, immer noch kein europaweites Recht. Die Bildungsschranke, die von der Kommission jetzt vorgeschlagen wird, will nur bestimmte Nutzungen nur von Kultureinrichtungen und nur auf eigenen Inhouse-Netzwerken erlauben. Und ich glaube, jeder hier, der jemals Duolingo oder eine ähnliche App jemals runtergeladen hat, wird sich klar vor Augen führen können, dass Bildung heutzutage immer und überall passiert und nicht nur in Bildungseinrichtungen. Die Text- und Datenminierung, die vorgeschlagen worden ist von der Kommission, beschränkt sich leider nur auf Research Organizations und auch nur in bestimmten Fällen. Und das Allerschlimmste ist, sie schließt wirklich Datenjournalisten und Startups von dieser Ausnahme aus. Und ja, also trotzdem etwas Negatives müssen wir jetzt auch noch sagen, nicht nur positive Veränderungen. Upload-Filtering sehen wir bei Wikimedia als Problem. Und
Eine Sache, die ich hier sagen kann, ist, wir kämpfen wirklich seit Jahren dafür, also dagegen, dass uns die Regierungen in China oder in Russland keine Filter für Content-Filter irgendwie vorschreiben und akzeptieren das nicht. Wenn wir das jetzt in Europa, in der EU so akzeptieren würden, dann hätten wir auch kein Argument mehr, in China oder in Russland zu sagen, nein, also wir machen sowas nicht, das ist bei uns nicht erlaubt. Und deswegen haben wir durchaus auch ja, ein bisschen Angst vor diesem Vorschlag. So, gleich im Anschluss haben wir hier im Raum die Treppe rauf eine Werkstatt. Und wenn ihr an einem dieser 7 Punkte arbeiten wollt und mit uns zusammen versuchen wollt, den Vorschlag der Kommission zu verbessern, bitte kommen. Ja, also wir werden da wirklich konkrete Schritte gemeinsam besprechen, was ihr jetzt in den nächsten Wochen und Monaten machen könnt, um uns dabei zu helfen. Falls ihr keine Zeit habt, an der Werkstatt teilzunehmen, aber zum Beispiel auf Twitter seid, ich habe mir mal in Brüssel rumgefragt und geschaut, dass ich für jedes Thema eine verantwortliche Person finde, die das so ein bisschen koordinieren kann und die euch weiterhelfen kann bei dem, wie ihr halt mitmachen könnt. Und das sind die Personen. Und damit bedanke ich mich auch. Danke.